sozusagen. Ausgelutscht ist für die einen, fatale Versäumnisse für die anderen. Auf der ersten ordentlichen Stadtvertretersitzung nach der Sommerpause diente die Zensuspanne erneut als Aufhänger, Versäumnisse der Stadtverwaltung anzusprechen. Durch einen Fehler entgehen Schwerin wahrscheinlich Steuereinnahmen in Millionenhöhe. Die Oberbürgermeisterin hatte den Fehler bereits eingestanden. Zu den Versäumnissen zählten die Redner, allen voran Sebastian Ehlers, Vorsitzender der CDU-Fraktion, auch die Debatten um die Bettensteuer und um die Unterkunftskostenrichtlinie. Oberbürgermeisterin Angelika Gramko hielt die erneute Aufregung für fehl am Platze. Ich habe die persönliche Verantwortung dafür übernommen, dass wir die Frist nicht eingehalten haben. Und daran kann ich heute nichts mehr ändern. Wir werden jetzt sehen, ob der Zensus bundesweit umgesetzt wird oder ob die Widersprüche der Kommunen, die bisher geklagt haben, angesetzt wird. Ich gehe davon aus, nach der rechtlichen Wertung auch des Deutschen Städtetages und des Städte- und Gemeindebundes, dass der Zensus gilt, dass er umgesetzt wird. Und dann haben wir mit den Konsequenzen umzugehen. Das wäre mit oder ohne Widerspruch sowieso passiert. Insofern habe ich einen Fehler gemacht, habe in der Verwaltung nicht rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht. Aber weiteres sehe ich auch nicht als Konsequenz an. Ich arbeite sehr viel und da kann einmal ein Fehler passieren. Also die Verwaltung muss klären, wie das organisatorisch und personell absichert, dass künftig solche Fehler nicht mehr passieren. Denn es geht hier um Steuergeld und mit dem müssen wir vernünftig umgehen. Andere Fraktionen unterstellten, dass es sich beim erneuten Vorbringen der Versäumnisse um reinen Wahlkampf handele. Auch ein weiteres ausführlich diskutiertes Thema war nicht neu, aber aktuell. Bereits seit 3 Jahren beschäftigt eine mögliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Obertrietenring die Stadtvertreter. Der vor Jahren vorgeschlagene Modellversuch konnte unter anderem aufgrund rechtlicher Hürden nie umgesetzt werden. Nun brachte die CDU-Fraktion einen Änderungsantrag ein. Nach Abstimmung ist nun die Reduzierung auf 30 Stundenkilometer endgültig vom Tisch. Jetzt gibt es einen anderen Antrag, der sagt, also eine Intention der Verwaltung greifen wir auf, nämlich die Fragestellung des Fahrradverkehrs, nur Sicherheit für Fahrradverkehr. Das ist eigentlich ganz akzeptabel, da kann sicher auch der ADFC gut mitleben, also der Fahrradclub Deutschland, die Fahrradfahrer werden das begrüßen. Wir haben als Verwaltung natürlich eine ganz klare Position gehabt. Wir hätten gern diesen Modellversuch mit 30 durchgeführt. Stadtvertretung hat anders entschieden. So freuen wir uns ein Stückchen über das, was eben auch in unserer Intention ist. Bedauern natürlich, dass man unseren Vorstellungen über den Modellversuch nicht gefolgt ist. Klarheit herrscht außerdem endlich über die Zukunft des Speichers. Nachdem die Privatisierungsbemühungen gescheitert sind, haben die Stadtvertreter nun beschlossen, die Zuschüsse durch die Stadt zu senken. Die Institution soll unbedingt gehalten werden. Das bedeutet, die Eintrittspreise steigen um etwa 2 Euro, aber das einzigartige soziokulturelle Zentrum überlebt.